Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Webinar zum Thema sensible Haut und die verschiedenen Arten von Hallo und Ekzemen. herzlich willkommen zu unserem. Ja, ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam uns heute dieses spannende Thema ansehen. Ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft und vor allem auch euch als Experten ein wichtiges Hilfsmittel sein kann, um verschiedene Hautempfindlichkeiten bzw. Sensibilisierungen zu unterscheiden von anderen, die vielleicht einfach kurzfristig produziert geworden sind. Und es ist absolut wichtig, dass man da den Kunden auch richtig beraten kann. Und dementsprechend möchte ich mit euch dieses Thema heute wirklich ganz genau erläutern und besprechen. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Also, so ein paar Grundaussagen, die ihr vielleicht kennt als Profis, die man immer wieder hört, wenn es um das Thema sensible Haut geht, sind einmal in erster Linie diese, die ich euch da jetzt vorstelle. Und zwar, ich kann keine professionellen Behandlungen machen, da meine Haut viel zu empfindlich ist. Das hören wir sehr, sehr oft. Und ja, all diese Aussagen werden wir heute dann ganz genau erläutern, woher das sie kommen und womit es dann auch zu tun hat. Hat es mit einer sensibilisierten oder mit einer sensiblen Haut zu tun? Und worin liegen genau die Unterschiede? Eine weitere Aussage ist, ich kann keine Produkte verwenden. Meine Haut fühlt sich dann noch sensibilisierter an. Das kennt sie sicher auch, hört man sehr, sehr oft. Ich kann nur mit Wasser und oft sagen viele dann mit einer Fettcreme arbeiten, damit meine Haut stabil bleibt und nicht noch sensibilisierter quasi dann hervortritt nach einer Heimanwendung. Ich habe eine sehr dünne Haut, die immer gerötet ist. Meine Haut ist rot und reagiert auf Berührungen. Meine Haut ist empfindlich und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und meine Haut ist sensibilisiert und entzündlich. Das sind alles Aussagen, mit denen wir sehr oft konfrontiert sind. Wo manchmal, ja, manchmal ist es auch relativ schwierig, das Ganze dann wirklich richtig einzustufen. Was macht man mit einem Kunden, der kommt und der sagt, okay, er traut sich quasi gar keine Behandlung zu machen oder seine Haut ist so sensibel geworden in den letzten Jahren, dass er einfach nicht mehr weiß, welche Produkte er wirklich anwenden kann. Und da gibt es schon einige Möglichkeiten. Wichtig ist einfach auch das nötige Wissen von eurer Seite, damit ihr wirklich auch dementsprechend auf den Kunden reagieren könnt. Und damit ihr da wirklich jetzt auch das nötige Hintergrundwissen habt, ist dieses Webinar perfekt geeignet. So, der Vergleich zwischen sensibilisierter und sensibler Haut, also empfindliche und sensibilisierte Haut, gibt es da einen Unterschied und worin liegen die Unterschiede? Das ist einmal das Wichtigste für euch, dass ihr den Unterschied erkennt und dass ihr wisst, dass empfindliche Haut nicht gleich sensibilisierte Haut ist. Also das dürfen wir auf keinen Fall alles in einen Topf stecken, diese Kunden, sondern es gibt da wirklich wesentliche Unterschiede und die Unterschiede wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Empfindliche Haut kategorisieren wir bei uns, bei unseren Hautklassifizierungen auf jeden Fall eher in den Bereich der umweltgeschädigten Haut. Da ist es aber trotzdem ganz, ganz wichtig, dass ihr mit eurem Fachwissen auf jeden Fall mit einem sehr, sehr ja, genauen Blick
dahinschaut und auch wirklich die Kunden ernst nimmt. Wenn ein Kunde wirklich sagt, er hat das Gefühl, seine Haut ist in den letzten Jahren empfindlicher geworden, dann rate ich euch wirklich dazu, dass ihr auf jeden Fall vielleicht doch ganz langsam und sukzessive beginnt, auch wenn die Produkte aus der umweltgeschädigten Linie für diesen Kunden vielleicht schon geeignet wären. Aber man muss einmal zuerst das Vertrauen wieder gewinnen bei solchen Kunden. Die haben oft einen sehr langen Leidensweg hinter sich und eine Haut, die quasi einmal normal war und dann empfindlich geworden ist. Diese Kunden, die sind dann meistens noch mehr verunsichert. Und dementsprechend ist es wichtig, dass ihr die abholt, da wo sie sich befinden. Und das fällt den Kunden dann auch ein bisschen leichter, wenn sie vielleicht noch nicht die ganz intensive Variante der umweltgeschädigten Produkte mitbekommt, sondern vielleicht doch eher bei den Interactive-Produkten oder mit diesen Produkten beginnen kann. So, lasst uns schauen, wo liegen die Unterschiede. Bei der empfindlichen Haut ist es so, dass diese genetisch bedingt ist. Das heißt, eine Hautstruktur, die grundsätzlich immer schon empfindlich war. Das ist nichts, was kurzfristig auftritt oder so wie bei der sensibilisierten Haut irgendwann einmal in Erscheinung tritt. Eine sensibilisierte Haut kann natürlich von vielen auch als empfindlich wahrgenommen werden, weil die Kundin kommt ja nicht zu euch und sagt, okay, meine Haut ist jetzt auf einmal sensibilisiert, sondern die nimmt sie einfach als empfindlich wahr. Und deswegen ist es so wichtig für euch, wirklich diese Punkte zu unterscheiden. Also eine empfindliche Hautstruktur, die immer schon empfindlich war, hat einen genetisch bedingten Ursprung. Und da kann man auch sagen, das sind meistens hellere Hauttypen, nordeuropäische Abstammung, aber man kann das natürlich nie verallgemeinern. Also es ist einfach eine Sache, die schon immer da war. Es kann natürlich auch passieren, dass eine empfindliche Hautstruktur mit dem Histamingehalt im Körper quasi in Verbindung gebracht werden kann oder auch diesen als Ursache quasi zugrunde trägt. Wichtig ist zu wissen für euch, eine empfindliche Haut hat einfach eine geringere Menge an Melanin bzw. an Pigmenten eben in der Hautstruktur und eine brüchigere Epidermisschicht. Und diese bietet quasi keine optimale Abwehrbarriere. Und da muss man natürlich auch sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man das den Kunden dann auch erklärt und erläutert, die Barriere ist natürlich auch bei dieser Haut wirklich das absolut Wichtigste, weil die Haut muss natürlich trotzdem einfach beschützt werden und das geht nur mit einer intakten Hautbarriere. Wir haben quasi natürlich auch keine Abwehr gegen irritierende Stoffe. Deswegen ist es bei einer empfindlichen Haut noch einmal wichtiger, sorgsamer in der Produktauswahl zu sein, dass die Kunden wirklich keine Zusatzstoffe verwenden oder irgendwelche Stoffe, die die Hautstruktur zusätzlich irritieren. Der Hauttyp ist oft eine Folge eines Defekts in der Haut, in der Schutzschicht der Haut, also auch diese Schicht, die einfach genetisch bedingt quasi schwächer ausfällt und deshalb dann auch zu einer empfindlichen Hautstruktur führt. Die empfindliche Haut ist natürlich anfällig für Erröten der Hautstruktur. Viele Kunden sagen dann auch oft, okay, es ist jetzt so, dass die Hautstruktur ja einfach schneller nachrötet, wenn sie zum Beispiel auch Alkohol trinken oder irgendwie das Gefühl haben, dass die Haut einfach, wenn Sie zum Beispiel einen Temperaturwechsel auch haben, von drinnen nach draußen oder umgekehrt, dass die Haut einfach sofort reagiert und dementsprechend auch mit Röte quasi, ja, die Röte einfach sofort erscheint. Solche Hauttypen sind auch anfälliger für Asthma und Allergien oder haben diese zusätzlichen Dinge auch und das hängt dann auch meistens mit der genetischen Grundstruktur zusammen.
Geboren wird man quasi eben mit dieser Veranlagung zur Rötung. Das kennen dann auch die Kunden, die diese empfindliche Hautstruktur haben. Die wissen das. Die wissen, das war immer so. Die haben schon als Kind einfach die Tendenz gehabt, dass sie eine rote Hautstruktur gehabt haben oder dass die Hautstruktur einfach schneller gerötet war. Wichtig ist auch, dass die Haut fleckiger erscheinen kann. Es können erweiterte Blutgefäße auftreten und die Haut hat einfach immer eben diesen rötlichen Grundton. Wenn wir dazu jetzt die sensibilisierte Haut vergleichen, die wir sofort natürlich hineingeben in die Interactive Range, also in die Produktlinie für die hypersensibilisierte Haut, dann muss man ganz klar sagen, das ist eine Hautstruktur, die je eine kurzfristige Sensibilisierung kann jeden treffen. Und zwar in jedem Alter auch jeder Haut Typ, ganz egal, wo wir geboren werden, es kann wirklich jeder mit einer kurzfristigen Sensibilisierung konfrontiert werden. Natürlich auch geschlechtsunabhängig, der Hautzustand quasi ist natürlich auch ein wichtiges Indiz, weil wenn wir natürlich die Haut über Jahre hinweg zum Beispiel mit falschen Produkten behandelt haben, dann verändert sich dieser Hautzustand und es kann eben passieren, dass die Hautstruktur sensibilisiert wird und dadurch quasi diese Erscheinungen auftreten. Wichtig auch, unser Lebensstil ist auch ausschlaggebend dafür, dass eine Hautstruktur mal kurzfristig sensibilisiert werden kann. Also das heißt, wenn wir sehr viel Stress haben, wenn wir viele extrinsische oder intrinsische Faktoren haben, die quasi unser Leben stark beeinflussen, dann kann sich das natürlich, und das ist klar, unsere Haut ist unser größtes Organ, in erster Linie auch bei unserer Hautstruktur ganz intensiv auswirken. Und dementsprechend ist für Kunden, die wirklich mit einer sensibilisierten Hautstruktur zu kämpfen haben, auch ganz, ganz wichtig, dass sie diese Faktoren natürlich immer mit beachten. Und dann der letzte Faktor bei der sensibilisierten Haut ist natürlich auch wiederum die Inhaltsstoffe von verschiedenen Produkten, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, das natürlich unglaublich großen Einfluss nimmt auf unsere Hautstruktur. Das, was wir tagtäglich anwenden, mit dem wir unsere Hautstruktur tagtäglich reinigen, das hat natürlich Einfluss. Und zwar einen großen Einfluss. Und viele glauben nach wie vor, dass es nicht so eine Rolle spielt, wenn sie die Produkte andauernd wechseln, wenn sie Produkte haben, die nicht auf den pH-Wert abgestimmt sind, Zusatzstoffe drinnen haben. Die glauben, es spielt keine Rolle. Aber ich kann euch sagen, es spielt eine Riesenrolle. Und vor allem, wenn man einmal mit einer sensibilisierten Hautstruktur zu tun hatte, dann weiß man es ganz genau, dass all diese Faktoren wirklich sich sofort auf unsere Hautstruktur auswirken. Also das heißt nicht, das ist nicht nur ein kurzfristiger Effekt, der da auftritt, sondern die Hautstruktur reagiert sofort. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn die Haut einmal sensibilisiert ist, dass wir wirklich sofort auch Produkte weglassen, die eben Alkohol enthalten, Lanolin drinnen haben oder Farb- und Duftstoffe beinhalten. So, es gibt natürlich auch Parallelen zwischen empfindlicher und sensibilisierter Haut und diese Parallelen sind natürlich im folgenden Bereich jetzt noch einmal aufgelistet. Wir haben bei einer empfindlichen und bei einer sensibilisierten Haut bei beiden Hauttypen häufige Entzündungen, also inflammatorische Prozesse, die in der Hautstruktur ablaufen und die natürlich dann auch dazu führen, dass das wie eine Kettenreaktion immer noch sensibler und noch mehr irritiert wird. Und natürlich auch die Hautbarriere
Weil eine sensibilisierte und eine empfindliche Hautstruktur immer dieses Barrierethema haben. Wenn die Barriere nicht intakt ist, dann führt es natürlich unweigerlich zu diesen Ausfällen bzw. zu diesen Reaktionen. Dann ist wichtig, dass man zunächst den Hautzustand mit den Produkten für die hypersensible Haut repariert und regeneriert, also dass die Hautstruktur wirklich ja, in diesem Bereich auch ganz, ganz perfekt behandelt wird, die Barriere aufgebaut wird und die Hautstruktur dann im Grunde genommen ja, regeneriert wird auch über die Barriere natürlich, dass man einfach merkt, okay, die Hautstruktur hat die Möglichkeit, wenn die Barriere intakt ist, sowohl bei der empfindlichen Haut als auch bei der sensibilisierten Haut in eine Regeneration hineinzugehen. Aber da ist es natürlich umso wichtiger, dass man die Barriere in beiden Fällen aufbaut mit den Produkten für die hypersensible Haut. Kann man da bei Nimio wirklich sehr, sehr tolle Ergebnisse erzielen. Okay, das ist ein Thema der sensibilisierten Haut, aber meine Haut war normal und wurde buchstäblich über Nacht sensibilisiert. Ist das möglich? Aufgrund der Dinge, die wir jetzt besprochen haben, wissen wir ja, es ist möglich, aber wir wollen uns noch weitere Faktoren anschauen, warum das passieren kann. Was verursacht eine kurzfristige Sensibilisierung der Hautstruktur? Im Grunde genommen ist es natürlich auch immer eben dieser extrinsische Faktor, der da mit stark auf unsere Haut einwirkt, also unsere Umwelt, natürlich auch saisonal bedingt. Im Winter haben wir die kühlere Luft kombiniert mit der Heizungsluft und die Bewegung zwischen den beiden kann natürlich dazu führen, dass unsere Hautbarriere einfach sehr, sehr stark beeinflusst wird, negativ beeinflusst wird. Und da brauchen wir natürlich gute Produkte, die das wiederum ausgleichen können. Im Sommer haben wir die Sonneneinstrahlung, die UVA, UVB-Strahlen, die unsere Haut sehr, sehr stark beeinflussen. Und da kann natürlich auch immer wieder die eine oder andere Schädigung der Hautbarriere auftreten, was natürlich dann wiederum zu einer Überempfindlichkeit führen kann. Dann schauen wir uns den nächsten Faktor an, also die Luftverschmutzung, Abgase, Rauch und Staub. Das sind natürlich alles Faktoren. Wir wissen es, die reaktiven Sauerstoffsubstanzen, freie Radikale in der Luft, all diese Faktoren gehören da natürlich genauso mit dazu und dementsprechend ist es einfach umso wichtiger, gerade eine sensibilisierte Haut auch in diesem Bereich wirklich sehr, sehr gut zu schützen. Wenn wir den nächsten Faktor uns genauer anschauen, das ist auch ganz, ganz wichtig und ein Faktor, den sehr viele vergessen, und zwar ist es das Wasser. Das Wasser, das quasi auch sehr hart ist und hohe Anteile an Mineralien wie Eisen, Magnesium und Kalzium hat, das wirkt leider sehr, sehr stark alkalisch. Und ganz einfache Komponente. Man sieht natürlich die Kalkablagerungen, wenn man mit dem konfrontiert ist. Und dementsprechend muss man dann vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein. Oder ich kenne sogar Kunden, die ihre Hautstruktur mit destilliertem Wasser reinigen. Gerade wenn die Haut sehr, sehr empfindlich ist und man eben nicht will, dass die Barriere noch mehr quasi in diesen Zwiespalt hineingeht. Gerät, kann es auch sehr, sehr heilsam sein, für einen kurzen Zeitraum eben destilliertes Wasser zur Reinigung zu verwenden. Und da kommen wir auch schon zum nächsten absolut wichtigen Faktor, die Reinigung der Haut. Übermäßiges Reinigen mit falschen Produkten kann natürlich die Haut reizen und kann die Haut auch
Wund machen. Warum? Weil wir bei jeder Reinigung mit einem Produkt, das nicht unserem pH-Wert entspricht oder im sauren Bereich ist, den Säureschutzmantel der Hautstruktur abtragen und die Haut einfach viel, viel empfindlicher machen. Die Hautstruktur verliert ihre natürlichen Feuchthaltefaktoren, aber auch ihre natürlichen Ressourcen, um uns zu schützen, um uns vor diesen extrinsischen Faktoren zu schützen, um uns vor Bakterienbefall zu schützen und dementsprechend ein absolut wichtiges Thema. Mit was reinigt die Kundin? Mit einer hypersensiblen Haut oder mit einer hypersensibilisierten Hautstruktur ihre Haut jeden Tag in der Früh und am Abend? Da kommen wir wieder auch zu den Inhaltsstoffen. Alles, was aggressiv ist, Alkohol, Zusatzstoffe, beeinflusst natürlich auch wiederum unsere Oberflächenstruktur. Genauso wie Peelings, die Granulat enthalten. Nach wie vor ein großes Thema bei vielen Kunden, die glauben, ein Enzympeeling hat nie den gleichen Effekt wie ein Peeling mit Granulaten, was natürlich absolut nicht der Wahrheit entspricht. Ein Enzympeeling arbeitet da, wo es quasi etwas zu tun gibt, aber lässt die Haut intakt. Und das ist ein absolut wichtiger Faktor, dass man da einfach noch einmal für Aufklärung sorgt, immer wieder den Kunden das auch mitteilt, wie wichtig das ist, dass man wirklich sanft mit seiner Hautstruktur umgeht. Alles, was quasi raue, ablassive Produkte oder Methoden sind, alle Arten von mechanischen Peels oder Abschleifungen der Hautstruktur sind natürlich auch in diesem Bereich immer eine große Belastung für die Haut und ganz wichtig, dass auch da die Hautstruktur einfach im besten Fall davor geschützt wird. Wenn die richtigen Produkte dem Haut Typ entsprechend verwendet werden, dann kann eine Reinigung dazu beitragen, die Hautbarriere zu verbessern und die Empfindlichkeit der Hautstruktur zu verringern. Also ganz ein wichtiger Faktor, wir wissen das bei Nimue, die Reinigung ist ein, ja, eigentlich ein absolutes Muss, vor allem, dass sie einfach dem Hauttypen entspricht, dass sie die Barriere nicht angreift, dass sie dem pH-Wert im besten Fall zumindest einmal entspricht oder im sauren Bereich ist, sodass wir wirklich eine Verbesserung der Hautbarriere und der Oberflächenstruktur erzeugen können. Konservierungsstoffe, Farbstoffe, scharfe Chemikalien, all diese Faktoren haben wir bereits besprochen. Da noch einmal ganz kurz zur Erinnerung ein wichtiger Faktor, der eben bei einer Hypersensibilisierung eine sehr große Rolle spielt. Wichtig bei Nimue können wir wirklich zu 100% sagen, dass die enthaltene Menge quasi und die richtige Art von Konservierungsstoffen im Grunde genommen die Produkte wirksam machen, aber auch sicher machen. Also die Hautstruktur wird auf keinen Fall, wenn ihr mit Nimue bei einer hypersensiblen Hautstruktur arbeitet, irgendwelche Kontraindikationen hervorrufen, sondern die sind wirklich zu 100% sicher in ihrer Anwendung, weil sie einfach die richtige Konzentration und Menge an Konservierungsstoffen beinhalten, um eben hochwirksame Inhaltsstoffe zu schützen im Produkt, aber zeitgleich auch unsere Hautstruktur nicht negativ beeinflussen. Ja, ein wichtiger Faktor, über den wir nachdenken sollten. Unsere Haut ist unser empfindlichstes Organ quasi, mit dem wir leider sehr oft etwas ruppig umgehen. Wir würden niemals an Organen wie Herz, Leber oder Lunge Granulate verwenden oder die auf irgendeine Art und Weise abschleifen oder mit starken Chemikalien behandeln. Mit unserer Haut machen wir das und unsere Haut muss wirklich unglaublich viel aushalten und dementsprechend
Holt euch das Bild immer wieder vor Augen, gerade bei Kunden, die wirklich ja, kläglich unter einer Hypersensibilisierung leiden, ist es wichtig, das zu veranschaulichen und klarzumachen, was wir oft selbst quasi oder wie oft wir selbst daran beteiligt sind, dass unsere Hautstruktur eben unter diesen Umständen leiden muss. Was verursacht zusätzlich noch die Hautempfindlichkeit? Das ist natürlich unser Lebensstil, Partynächte, zu wenig Schlaf, Aircondition, Rauchen, Klo in Schwimmbädern, Flugreisen. Das sind alles zusätzliche Faktoren, die natürlich unsere Hautstruktur ganz, ganz stark beeinflussen, aber natürlich auch unsere Hormone, also das endokrine System. Das betrifft vor allem uns Frauen. Die schwankende Hormonaktivität kann natürlich auch insgesamt die Hautempfindlichkeit etwas erhöhen. Besonders merken wir das auch während der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren und natürlich auch im Teenageralter, wo man die Auswirkungen der Hormone natürlich auch sehen kann, weil zum Beispiel eine Aknehaut ja nicht nur quasi sehr viel Talg produziert, sondern auch viele inflammatorische Prozesse, was einfach zu einer absoluten Empfindlichkeit der Hautstruktur führen kann und die Haut oft wirklich hypersensibilisiert reagiert. Und dementsprechend auch bei einer Aknehaut ist es absolut empfehlenswert, vielleicht zu Beginn mit den Polymilchsäuren aus unserer hypersensiblen Linie zu starten, um diese Überempfindlichkeit einfach einmal ein bisschen in den Griff zu bekommen und dann erst mit den intensiveren Produkten aus der Linie für die Aknehaut, für die Hautstruktur, die eben so stark reagiert, zu verwenden. Stress ist natürlich einer der Faktoren, der eben auch ganz unglaublich intensiv auf die Empfindlichkeit der Hautstruktur, auf die Sensibilisierung einwirkt. Da gehört aber auch eben nicht nur der Stress im Alltag, bei der Arbeit oder zu Hause dazu, sondern auch Schlafmangel, schlechte Ernährung. Rauchen ist natürlich auch ein Thema, das auch zurückzuführen ist bei vielen, die einfach stressbedingt rauchen und dementsprechend dann natürlich auch zu einer hypersensiblen Haut führen können. Die Hormone, die quasi durch den Stress beeinflusst werden, können eben dazu führen, dass die Hautfunktionen sich verlangsamen und diese quasi dann auch unsere Hautbarriere wieder ganz stark beeinflussen. Die Haut kann sich nicht schnell genug regenerieren, weil die Barriere eben immer wieder negativ beeinflusst wird und das kann eben dann zu dieser empfindlichen Hautstruktur führen. Diät und Hydration, das ist natürlich auch eine wichtige Sache, weil die Hautstruktur natürlich auch darauf reagiert, wie wir uns ernähren. Das fällt sehr oft auf, wenn jemand jetzt eine Diät macht, dann kann das dazu führen, dass die Hautstruktur unterversorgt wird, weil natürlich auch über die Nahrung wichtige Hautreizstoffe aufgenommen werden. Wichtig ist, die Haut und so positiv zu unterstützen. Man kann das fördern, indem man einfach viel Wasser trinkt und natürlich eine gesunde Ernährung, die ausgewogen ist mit allen Lebensmittelgruppen quasi, die unsere Hautstruktur sehr, sehr positiv dann beeinflusst, wenn da einfach ein Gleichgewicht vorherrscht. Interne Faktoren sind natürlich jetzt Medikamente. Die NSAID sind alle Medikationen, die inflammatorische Prozesse in der Haut beeinflussen. Antibiotika, Statine sind Produkte, die unseren Cholesterinwert senken und alle Arten von Medikamenten, Cortisone, können natürlich auch immer unsere Hautstruktur sensibilisieren. Dementsprechend ist einfach auch immer wichtig, während unserer Konsultation nach Medikamenten zu fragen, gerade bei der hypersensiblen Hautstruktur, um da auch noch einmal ganz spezifisch darauf eingehen zu können und das natürlich auch ganz, ganz wichtig in Verbindung bringen zu können.
Es gibt natürlich eine Vielzahl an wachsenden Hautklassifizierungen, die sehr empfindliche Hautreaktionen aufweisen und aufgrund von Umwelteinflüssen, Kosmetika oder schlechter Ernährung natürlich auch den Alterungsprozess der Hautstruktur stark beeinflussen. Wenn wir eine sehr, sehr sensibilisierte Haut vorfinden, dann ist die meist vom Erscheinungsbild her schaut sie dünn, sehr, sehr brüchig aus und wird dadurch natürlich, da sie eben diesen Fettfeuchtigkeitshaushalt, da dieser natürlich auch immer gestört ist, wirkt die natürlich einfach ja viel, viel brüchiger, viel, viel faltiger natürlich auch. Und dementsprechend ist es gut, aus dieser Sensibilität hinauszugehen, um die Hautstruktur natürlich auch in ihrem Anti-Aging-Prozess wieder ganz stark unterstützen zu können. Wenn sensibilisierte Haut gereizt ist, dann sehen wir diese dicke Schicht von abgestorbenen Hautzellen auf der Hautoberfläche aufliegen, die Entzündungen in der Hautstruktur nehmen zu, freie Radikale werden gebildet, Falten und Hautalterungen entstehen natürlich und es kommt natürlich auch vermehrt zu einer Pigmentierung, da die Haut einfach sehr wenig Eigenschutz natürlich auch in diesem Bereich zur Verfügung hat. Empfindliche Haut kann, wie schon kurz angesprochen, ein immer wieder wiederkehrender Kreislauf sein. Warum? Weil wir quasi, der erste Faktor ist immer diese Barriere des Stratomikrobiums, das angegriffen wird. Dann kommt es durch diesen Angriff auf unsere Hautbarriere natürlich dazu, dass Bakterien in unsere Hautstruktur eindringen können. Dort kommt es dann aufgrund von diesen ja, mikrobiotischen Prozessen im Grunde genommen zu inflammatorischen Prozessen, also zu entzündlichen Prozessen in der Hautstruktur. Dadurch kommt es zu Rötungen, zu diesem brennenden Gefühl in und auf der Hautstruktur, was wiederum die Hautstruktur noch mehr austrocknet, weil es natürlich zu diesem transepidermalen Wasserverlust kommt. Die Hautbarriere wird natürlich noch mehr beeinflusst und noch mehr reduziert. Dadurch kommt es zu noch mehr entzündlichen Prozessen in der Hautstruktur und dieser Kreislauf ist dann wirklich sehr, sehr schwierig zu durchbrechen. Also da ist wirklich wichtig, ihr seht es zuerst, die Hautbarriere, die muss wirklich intakt sein und dann können wir Schritt für Schritt alle anderen Faktoren natürlich auch positiv beeinflussen und wir kommen aus diesem Kreislauf hinaus. Die Mikroorganismen machen die Haut zum Mikrobiom, unsere äußere Verteidigungslinie, ganz, ganz wichtig. 1 Million Bakterien bewohnen jeden Zentimeter unserer Oberfläche der Hautstruktur. Da ist natürlich ganz, ganz klar, wenn wir mit Substanzen auf die Hautstruktur gehen, die diese Bakterien, die natürlich positiv und negativ sind, aber wir wollen natürlich, dass die guten Bakterien Überhand haben. Und die können wir auch mit Präbiotika quasi ein bisschen anfüttern. Es gibt sehr tolle Produkte, die das unterstützen können. Und wenn die Überhand haben, dann können wir davon ausgehen, dass die Mikroorganismen auf unserer Hautstruktur den Dienst, den sie vollbringen sollten, auch vollbringen können. Und das ist in erster Linie der Schutz unserer Hautstruktur. Und wenn der gewährleistet ist, dann kommt es nicht zu diesen inflammatorischen Prozessen und die Hautstruktur kann in die Regeneration gehen. Dazu kommen wir zum Stratomikrobium. Also das Stratomikrobium ist eine sehr neu erforschte Schicht auf unserer Hautstruktur. Es ist nicht quasi, hat nichts mit unserer Hornschicht zu tun, sondern liegt quasi auf unserer Hautbarriere, ist ein Teil von unserer Hautbarriere, ein Teil, der mit sehr vielen Mikroorganismen quasi
ausgestattet ist, die quasi unsere hautinterne Immunabwehr darstellen und auf dem Stratum corneum leben. Also das Stratum corneum ist nicht so, wie wir das gelernt haben in der Schule, noch die oberste Schicht, sondern das ist das Stratum microbium mit diesen Mikroorganismen, die eben dafür verantwortlich sind, dass wir ein effektives Immunsystem auf unserer Hautoberfläche haben, das wiederum dafür sorgt, dass unsere Hautstruktur geschützt ist und eben nicht hypersensibilisiert wird oder eben in diesen Bereich der inflammatorischen Prozesse hineingeht. Zusammenfassend können wir sagen, die Probleme müssen natürlich von innen und von außen angegangen werden, das ist ganz klar. Unsere Haut muss quasi im Gleichgewicht gehalten werden. Sie muss gut gereinigt sein, sie muss sauber sein, darf aber nicht quasi austrocknen dabei. Also wir dürfen nicht mit zu intensiven Substanzen in die Hautreinigung hineingehen, sodass die Hautstruktur dann quasi dehydriert. Da ist es wichtig, dass man auf den pH-Wert achtet, dass die Barriere wirklich ausgeglichen bleiben kann. Beruhigen ist gut, sie muss aber auch gestärkt und es muss auch vorgebeugt werden. Das geht nur in Etappen. Wichtig ist, wir beginnen immer bei der Hautbarriere, um die Haut in Ordnung zu bringen. Sie muss morgens und abends gereinigt werden, damit die Haut von Verunreinigungen befreit wird. Und das geht natürlich nur mit den richtigen Produkten. Wichtig Peels ohne Granulate verwenden, sondern eher mit Polyhydroxysäuren oder Enzymen arbeiten, um das Stratum corneum abzubauen. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass die Haut nie an Feuchtigkeit oder also der Hydrolipidfilm, die eigenen Feuchthalte- und Lipidfaktoren in unserer Hautstruktur sollten nicht reduziert werden, sondern wir sollten die Haut dabei unterstützen, diese Faktoren aufzubauen und nicht diese Faktoren quasi durch falsche Produktanwendung oder schlechte Ernährung negativ beeinflussen. Die Barriere muss mit den eigenen essentiellen Fettsäuren arbeiten können. Nichts kann dies ersetzen. Deswegen ist es manchmal auch besser, weniger zu verwenden wie zu viel und das Falsche. Die Haut von den sogenannten Umweltaggressoren schützen, wie UV-Strahlen, das Blaulicht, also alle Abstrahlungen von unseren elektronischen Geräten, Infrarotlicht und reaktiven Sauerstoffsubstanzen. Wir sollten natürlich den Fokus, gerade wenn schon eine Hypersensibilisierung vorliegt, auch auf die Ernährung, auf Mangelerscheinungen, Schlaf und Stress legen. Prä- und Probiotika helfen unseren Mikroorganismen auf der Hautstruktur quasi angefüttert zu werden und zeitgleich auch sich zu regenerieren und wieder aufzubauen. Also wir stärken damit unser Stratum Microbium, das einfach absolut wichtig ist, um die Immunabwehr aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es natürlich eine Vielzahl von Dingen, die man vermeiden sollte, so wie Sulfate, austrocknender Alkohol, Mineralöl, Lanolin, Farbstoffe, Parfümstoffe, ätherische Öle oder austrocknende Toninhaltsstoffe oder Talkum, das einfach auch sehr stark das Öl bzw. die Feuchtigkeit in unserer Hautstruktur reduzieren können. Wichtig ist auch bei verschreibungspflichtigen Hydrokortisonen, ist echt einfach absolut wichtig, dass man die Anweisungen sorgfältig befolgt. Wenn die verschrieben geworden sind, dann würde ich das einmal zuerst die Kunden fertig verwenden lassen. Und erst dann bitte mit der Therapie beginnen mit unseren Produkten, wo man dann sukzessive eben die Hautbarriere wieder aufbaut. Okay, schauen wir uns an die häufigsten Probleme oder Hautprobleme bei sensibler Haut. Wir kommen jetzt zu den Hauterkrankungen. Und da haben wir zum Beispiel einige Beispiele jetzt auch für euch angeführt, damit ihr auch erkennen könnt, okay, in welchen Bereich geht es hinein. Und es ist einfach wichtig zu wissen, was es gibt und wie man dann im besten Fall damit umgeht, beziehungsweise wo man dann auch die Finger wirklich weglassen muss und wo es natürlich absolut wichtig ist, die Kunden dann auch zum Dermatologen zu schicken.
Wir haben die atopische Dermatitis, das ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung. Man sieht das auf dem Bild sehr schön. Das ist eine sehr weit entwickelte Stufe. Das Wort Ekzem kommt aus dem Griechischen und bedeutet überkochen. Also es ist eine Überreaktion dieser entzündlichen Störung und beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut. Es kommt und geht in Schüben und ist eine große Herausforderung, mit der man eben leben muss, weil es natürlich ja einfach immer sehr, sehr intensive Prozesse sein können, die wie ein Flammen auftreten können. Es wiederholt sich quasi immer wieder an denselben Hautstellen. Ein Drittel der Kinder, das quasi an diesen atopischen Ekzemen leiden, die entwickeln auch Asthma oder einen Heuschnupfen, also hat auch oft mit Allergien zu tun. Und verursacht wird das Ganze durch einen Defekt des Immunsystems. Also auch da kann man wieder davon ausgehen, dass es eben mit der Hautbarriere zu tun hat, dass die Hautbarriere eben offen ist und eben keinen Schutz da bietet. Und spätestens jetzt, wenn man das sieht, was das für Auswirkungen für unseren Körper hat, wenn die Hautbarriere nicht intakt ist, muss euch bitte bewusst sein, wie wichtig es ist, die Hautbarriere als unser höchstes Gut zu empfinden. Eine nicht intakte Hautbarriere ist verantwortlich für so viele Hauterkrankungen. Das ist unglaublich. Und das muss unseren Kunden auch bewusst sein, dass das nicht einfach nur eine Spielerei ist oder das, was man halt einmal wichtig nimmt und einmal nicht, sondern nein, die Hautbarriere ist absolut das wichtigste Gut, das wir haben können und das uns wirklich vor so vielen verschiedenen Dingen bewahren kann. Und erst wenn man weiß, was passiert, wenn die Hautbarriere nicht mehr intakt ist, verstehen viele, wie wichtig es ist, darauf Rücksicht zu nehmen. Und deswegen finde ich das absolut wichtig, das auch noch einmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, auch wenn ihr das vielleicht in eurem Praxis oder Salon im täglichen Gebrauch nicht immer unbedingt sehen werdet, aber trotzdem ist es wichtig für euch, um das einfach noch einmal klar und deutlich vor Augen zu haben. Behandelt wird das Ganze mit einer Hormonsalbe vom Arzt natürlich. Es muss sehr sauber gehalten werden und befeuchtet werden. Wichtig ist, dass man da einfach nicht mit einem schweren Öl auf die Hautstruktur drauf geht. Wird natürlich nicht von uns behandelt, sondern von den Dermatologen. Dann haben wir die Kontaktdermatitis. Die Kontaktdermatitis ist sehr bekannt, vor allem auch bei Friseurinnen oder auch bei vielen Kosmetikerinnen, die einfach durch den Kontakt mit starken Reizstoffen oder spezifischen oder wenn sie eben schon spezifische Allergien haben, immer wieder mit solchen Kontaktdermatitis-Sachen konfrontiert werden. Wenn man zum Beispiel auch übermäßig mit Säuren oder Basen oder Chemikalien in Kontakt tritt, dann kann es einfach zu solchen Reaktionen quasi kommen. Oder wenn man unter Allergien leidet, Nickel oder mit Konservierungen oder Parfümstoffen etc., dann kann es auch zu Kontaktallergien oder Kontaktdermatitis, wie man es nennt, auch kommen. Wichtig ist, dass man diese behandelt natürlich auch bei anhaltender Reizung. Meist reicht es aus, dass man zum Beispiel jetzt bei einer Nickelallergie die Reizstoffe einfach weglässt und dann hat man diesen Reiz nicht mehr und dementsprechend ist dann die Ursache behoben und meistens auch die Auswirkung. Wichtig für euch auch, das ist auch der Grund, warum wir natürlich auch bei Nimio mit Handschuhen arbeiten. Wenn wir tagtäglich mit intensiven Inhaltsstoffen zu tun haben, dann kann uns das natürlich treffen. Deswegen ist es einerseits natürlich auch wichtig, weil wir ansonsten den pH-Wert der Produkte auch mit unserem pH-Wert beeinflussen könnten. Und so ist aber einfach ein Selbstschutz in erster Linie, um eben auch solche Dinge wie Kontaktdermatitis zu vermeiden. Die Seborrhea oder das seborrhöische Ekzem, das ist eine fettige, juckende, leicht gerötete Schuppen, wie eine Flechte, ein Schuppenekzem, das meistens in diesem seborrhöischen Bereich auftritt, kann an der Brust, D-Zone, Kopfhaut in Erscheinung treten, meistlich wie so weiß-gelbliche schuppende Flocken.
sehr oft auch am Nasenflügel zu sehen. Wichtig, das ist eine Kombination aus Genetik, Hormonen und Mikroorganismen, die auf der Haut verursacht werden. Das ist nicht unbedingt so empfindlich und entzündlich wie zum Beispiel das atopische Ekzem und ist auch seltener chronisch, kann aber lange dauern, bis das quasi wieder abheilt, muss auch vom Arzt mit einer Hormonsalbe behandelt werden und es kann sich eine Besserung durch milde Säuren einstellen, also zum Beispiel milde Alpha-Hydroxysäuren, Beta-Hydroxysäuren oder auch Polyhydroxysäuren, die können den Zustand verbessern. Wenn es so stark auftritt, dann ist es natürlich nur vom Dermatologen zu behandeln. Bei einer leichteren Form kann man natürlich auch mit den Produkten für die hypersensible Hautstruktur ganz, ganz sanft draufgehen. Dann haben wir eine der häufigsten, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir begegnet es sehr, sehr oft. Hallo, liebe Sarah. Mir begegnet es sehr, sehr oft die perioreale Dermatitis. Ein Ekzem um den Mundbereich herum, wo man ja einfach sofort sieht, hu, die Haut ist echt sehr, sehr stark gereizt. Es ist wie ein Aufflammen in diesem Bereich und auslösende Faktoren können unter anderem Kosmetika, hormonelle Schwankungen, Sonnenlicht etc. sein. Wichtig ist auch, das kann wirklich jeden treffen. Also sobald die Haut ein zu viel an unterschiedlichen Faktoren bekommt oder übermäßig stark behandelt wurde, ich habe auch oft schon festgestellt, eine übermäßige Anwendung an Feuchtigkeitsprodukten kann es auch sehr, sehr oft auslösen, dann kann in diesem Bereich einfach dieser entzündliche Prozess auftreten. Kann auch in Verwendung oft mit Steroidcremes in Verbindung gebracht werden. Also das sind Nebenwirkungen von von Hormonsalben. Und es ist meistens so ein bisschen papulös, leicht schuppend. Aber was es auf jeden Fall ist, es ist sehr entzündet. Also es ist ein hoher inflammatorischer Prozess. Es kann auch ein leichter Juckreiz da sein, rote Pusteln, Bläschen, die dann langsam, wenn es ein bisschen abheilt, schuppig werden. Und bei einigen Frauen wird das Ganze intensiver durch die Menstruation. Also während des Zyklus kann man das auch gut oft mitverfolgen. Es kann oft auch leider als chronisch angesehen werden. Wichtig ist einfach, wenn jemand unter einer perioralen Dermatitis leidet, dass man da wirklich einfach einmal jegliche Verwendung von Hautpflege, Make-up, gerade bei den offenen Ausbrüchen, einfach mal auf ein Minimum beschränkt. Also wirklich ein absolutes Minimum. Wenn das so schlimm ist, dann wird es natürlich auch vom Dermatologen behandelt, oft auch mit verschiedenen Zusatzprodukten, die eben ganz, ganz reduziert wirken. Also weniger ist bei der perioralen Dermatitis wirklich mehr. Hormonsalben können den Prozess verschlimmern und da, ja, wenn das so stark ist, dann ist es auf jeden Fall ein Gebiet für für den Hautarzt. Die Ausbrüche dauern unterschiedlichst lange. Also ich habe Kunden, die immer wieder, auch wenn sie dann Stress haben oder verschiedene externe Faktoren dazukommen, immer wieder quasi hier ihre Schwachstelle haben und die Haut reagiert natürlich dort, wo die Schwachstelle ist, am stärksten. Und ja, da muss man halt einfach sehr, sehr sorgsam damit sein. Man muss schauen, dass man das wirklich in den Griff bekommt. Es ist natürlich indiskutabel, bei so einer Hauterscheinung Peelings, also Säurepeelings zu machen. Es ist aber schon so, dass wenn das Ganze nicht aktiv ist, dass es durchaus sehr, sehr gut ist, um vorbeugend zu wirken. Also ich würde eine perioreale Dermatitis auf jeden Fall mit einem Pre and Post, mit der transepidermalen Solution für die hypersensible Haut oder mit dem Barrier
behandeln. Das sind alles Produkte, die die Barriere wieder aufbauen und die der Haut helfen, diese inflammatorischen Prozesse abzubauen. Was ich auch empfehlen kann, ist natürlich der SPF 50 mit den Cyanoacrylaten oder Kanioacrylaten, die natürlich dann auch diese inflammatorischen Prozesse unterbinden und vor allem auch die Möglichkeit haben, die reaktiven Sauerstoffsubstanzen, die zusätzlich noch einmal belastend sein können, einfach auszugleichen. Während der Behandlung, wenn das Ganze nicht aktiv ist, bioaktiv mit unserem Präbiotika, wo man einfach schaut, dass man die Barriere aufbaut, die gesunden Mikroorganismen auf unsere Hautstruktur anfüttert. So ist es eine gute Art und Weise, das alles im Zaum zu halten und ansonsten wirklich so wenig wie möglich. Und nichts, was ihr nicht kennt, also den Kunden auch sagen, dass sie wirklich alles weglassen sollen, was ihr auch nicht kennt. Also wenn ihr den Kunden gut beraten wollt, dann ist da wirklich weniger einfach mehr. Wenn ihr Fragen habt, gerade zu so spezifischen Dingen wie jetzt da bei der bronchialen Dermatitis, könnt ihr mich natürlich auch sehr, sehr gerne dazu kontaktieren oder mich anschreiben. Oder auch wenn ihr eigene Fälle habt, wo ihr sagt, okay, ich habe das jetzt schon sehr lange oder die Kundin kämpft mit dem Problem, dann bitte habt ihr natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, euch einfach zu melden und dann kann ich euch vielleicht wertvolle Tipps geben, um das Ganze ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Andere Ekzeme, die wir jetzt da noch haben, sind quasi dieses dyshidrotische Ekzem. Das tritt an den Händen und an den Fußsohlen, Fingern auf. Das sind kleine juckende Bläschen, die eine Flüssigkeit enthalten. Und die meist quasi von Allergenen ausgelöst werden, oft aber auch mit Nickelallergien in Zusammenhang hängen, wird auch mit einer Hormonsalbe behandelt und bei Entzündungen auch mit Antibiotika, gehört aber natürlich auch zum Dermatologen. Neurodermitis, eine weit verbreitete, dicke, schuppige, ein Hautekzem, das einfach noch einmal dann durch diesen starken Juckreiz, der ausgelöst wird, noch einmal intensiviert und verstärkt werden kann. Wichtig ist einfach, dass die Hautstellen nicht aufgekratzt werden, was in dem Fall wirklich sehr, sehr schwierig ist, weil es eben sehr, sehr stark juckt. Kann an den Ellbogen, aber kann leider auch am ganzen Körper auftreten. Und es sind wie dicke, entzündete Hyperkeratosen im Grunde genommen, die dann auch von den Ärzten mit Cortison-Hormonsalben angewandt werden. Es gibt ja verschiedene Stufen, manche, die das nur leichter haben, andere, die das sehr, sehr stark haben, die das dann auch mit Antihistaminika behandeln müssen. Also ein sehr, sehr schwieriges Thema und gehört natürlich in erster Linie zum Hautarzt. Dann haben wir die nummuläre Dermatitis. Das ist mit einer unbekannten Ursache, wird aber sehr, sehr trocken. Man sieht es auf dem Bild sehr schön. Es wird vermutet, dass es mit einer ungepflegten Haut zu tun hat, die einfach ja, aus dem Gleichgewicht geraten ist. Tritt häufig bei Männern über 70 aus, kann aber auch wiederum jeden betreffen und ist ein chronischer Hautzustand, wo kleine, runde, juckende Flecken, die eben dann durch das Jucken natürlich oft auch aufgekratzt werden und dann kommt es zu Läsionen an Händen, Armen oder Beinen. Also auch sehr, sehr alles, was natürlich dann mit dem Jucken auch in Zusammenhang gebracht wird, wird natürlich für denjenigen, der es hat, noch einmal schwieriger, weil durch das Kratzen, durch das Aufkratzen natürlich Bakterien in die Hautstruktur eindringen. Es kommt wieder zu stärkeren inflammatorischen Prozessen und das Ganze ist dann auch ein sehr, sehr schwieriger Kreislauf, der sehr schwierig zu durchbrechen ist. Dann haben wir noch die Stauungsdermatitis. Das ist bei juckenden Krampfadern. Da sammelt sich die Flüssigkeit um die Knöchel herum. Die Haut wird dadurch stark gereizt, gerötet und juckt auch. Und es ist einfach dieser große Druck, der von den Venen kommt, der das Blut aus den Venen, das tritt quasi so ein bisschen heraus. Und dadurch kommt es zu diesen entzündlichen Prozessen. Das ist eine Art von Hauterkrankung, die immer mit Krampfadern einhergeht und wo eben auch diese
ja, Prozesse, diese Ekzeme auftreten können. Wird auch Stauungsdermatitis genannt, für euch kein Thema, wird natürlich auch vom Dermatologen behandelt. Psoriasis ist schon ein Thema, mit dem man auch wieder konfrontiert wird. Wenn es eine leichte Form hat, dann kann man das sehr gut mit Polymilchsäuren ganz, ganz sanft behandeln. Das ist eine chronisch bedingte Hauterkrankung, meist angeboren, kann aber auch durch ein starkes Trauma ausgelöst werden. Es ist kein Ekzem, sondern es wird ausgelöst durch eine zu schnelle Zellteilung, eine Hypermitose, die von dem Stratum basale ausgehend ist und wo es zu einer mangelnden Keratinisierung der Hautzellen kommt. Wichtig ist auch, das kann mit UV-Strahlenbestrahlung oder mit der verbessert werden. Antimitotische Behandlungen, es gibt verschiedene Formen von der Psoriasis, kann aber überall am Körper auch auftreten. Also am häufigsten sieht man es an den Ellbogen oder an den Knien oder auch am Haaransatz. Also da sieht man das eigentlich relativ flott. Es kann aber auch nur an den Nägeln auftreten und die Ausbrüche folgen meistens auch ein bisschen psychisch bedingt oder abhängig von der Jahreszeit. Also wenn man sehr viel Stress hat oder geistig sehr gefordert ist, dann können diese Schübe einfach intensiviert werden. Rosacea, das ist natürlich ein Thema, das uns jetzt alle sehr betrifft. Gerade in der Kosmetik werden wir sehr viel mit diesem Thema konfrontiert, obwohl es natürlich auch ein Thema für den Dermatologen ist. Aber das ist ja meistens etwas, das sich über ein ganzes Leben hinwegzieht. Das ist chronisch, teilweise erblich bedingt und angeboren. Und ihr müsst euch die Zahl mal auf der Zunge zergehen lassen. 45 Millionen Menschen weltweit leiden an der Rosazea. Also wirklich ganz, ganz ein großes Übel. Viele Frauen, es sind mehr Frauen eigentlich wie Männer betroffen, am stärksten oft ausgeprägt zwischen 30 und 45 Jahren. Und es ist so, dass einer von drei hat es quasi in der nahen Familie dann auch. Also es ist so, dass das wirklich sehr stark quasi genetisch bedingt sein kann. Man weiß leider nicht so viel. Es ist quasi eine Rötung, die dauerhaft quasi im Gesichtsbereich auftreten kann, kann nicht wirklich geheilt werden, aber sie kann zumindest kontrolliert werden, kann natürlich hormonell bedingt immer intensiver ausgelöst werden, aber auch durch Stress. Wichtig ist auch das Immunsystem, da wirklich sehr auf Vordermann zu halten, weil das Immunsystem ein wichtiger Faktor ist, um das Ganze einfach im Zaum zu halten. Man sollte kein scharfes Essen konsumieren und alle extrinsischen Faktoren wie Wind, Wetter, Sonne können natürlich den Zustand der Hautstruktur bei der Rosazea sehr stark verschlimmern. Wichtig ist auch, durch die Umwelt, eben durch die Sonne oder durch die reaktiven Sauerstoffsubstanzen kann das Ganze noch einmal intensiviert werden. Wir haben da auch wieder drei verschiedene Stadien. Das Ganze bezieht sich auch auf die Blutzellen, nicht nur auf die Hautzellen. Es gibt vaskuläre, entzündliche oder Demodex-bezogene oder okuläre Varianten. Das sind quasi einige verschiedene und die Behandlung ist eben, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich, weil man nach wie vor, obwohl es so ein starkes Thema ist, noch wenig Möglichkeiten hat, es wirklich ja komplett zu regenerieren eigentlich. Ein ganz ein schwieriges Thema. Es entwickelt sich eben in verschiedenen Stadien, abhängig von Lebensstil und Umweltbedingungen, denen eben die Haut ausgesetzt ist. Das erste Stadium ist ganz eine milde, vorübergehende Rötung, die sich wieder beruhigt. Im zweiten Stadium ist die Rötung dann dauerhaft. Die Wangen, die Nase, das Kinn, der ganze Bereich wird viel intensiver.
wird noch intensiver gerötet und es kann dann auch konstant bleiben. Rotwein, verschiedene Gewürze, Sonnencremen auf Fett- und Mineralölbasis sowie Stress oder hormonell bedingt kann das Ganze sich dann auch einfach noch intensiver verschlimmern. Und das dritte Stadium ist quasi, das kennen wir unter der Erdbeernase oder auch die Knollennase, die dann im Grunde genommen verursacht wird durch ein Anschwellen der Talgdrüsen, wo es einfach dann auch zu einer Gefäßerweiterung in dem Bereich kommen kann. Und es ist natürlich schon eine ganz große Belastung für all jene, die unter der Rosazea wirklich leiden. Wichtig ist, dass man den Arzt kontaktiert, die dann eben mit verschiedenen Salben oder Pillenkuren versuchen, das Ganze in Zaum zu halten. Eben eine komplette Heilung gibt es nicht, aber man kann versuchen, das Ganze einfach ja, in Zaum zu halten. Ich persönlich kann das sagen, ich habe schon gute Erfahrungen gemacht mit den Produkten für die hypersensible Haut. Wenn wir in Stadien sind, die noch nicht so intensiv entwickelt sind, man muss einfach gut schauen, welche Kombinationen mit Medikamenten, dass man da wirklich keine Kontraindikationen erzeugt. Aber ansonsten kann das natürlich schon sehr, sehr viel Erleichterung bringen, wenn man Kunden mit einer Rosazea mit den Produkten für die hypersensible Haut sanft mitbehandelt. Gell? Also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen auch zu diesem Thema, wenn es da spezifische ja, Infos von eurer oder wenn ihr spezifische Infos braucht, dann bitte meldet euch einfach bei mir. Ja, wir haben natürlich bei Nimio einige Produktlösungen für verschiedene Ekzeme bzw. leichtere Formen, weil wir wissen ja, die intensiveren Varianten gehören zum Dermatologen. Aber wenn jetzt die Haut sensibilisiert wurde oder eine kurzzeitige Erscheinung auftritt oder wir mit der perioralen Dermatitis in einer leichten Form zu tun haben, dann haben wir die Möglichkeit, sehr, sehr gut die Hautstruktur des Kunden zu beeinflussen. Wie sieht es aus? Eine starke Hautbarriere ist natürlich der Schlüssel zu allem. Das habe ich euch ja eh schon eingehend auch gesagt. Und da haben wir in erster Linie immer unser Starterkit für die Interactive, also für die hypersensible Haut. Das ist einfach ein maßgeschneidertes Behandlungs- und Heimpflegesystem für eine hypersensibilisierte Hautstruktur, aber auch für eine empfindliche Hautstruktur, die quasi schon genetisch bedingt mit diesem Thema zu tun hat, die wird mit diesen Produkten wirklich sehr gute Erfolge erzielen, weil sie die Haut einfach sehr, sehr sanft und trotzdem aber sehr gut aufbauen und restrukturieren können. Die Star-Produkte besprechen wir noch einmal kurz durch. PB, unsere Präbiotics, die quasi unsere eigenen Mikroorganismen auf der Hautstruktur anfüttern können, während den Behandlungen dazu verwendet werden. Wichtig ist natürlich, wenn eine Haut extrem hypersensibilisiert ist, arbeiten wir noch nicht mit der Bioaktiv, sondern da braucht schon eine gewisse Zeit, bis die Hautstruktur in diesem Regenerationsprozess etwas weiter vorangeschritten ist. Dann können wir natürlich auch mit der Bioaktiv, mit der 15-prozentigen Fruchtsäure arbeiten. Zuvor bitte einfach das Therapeutic-Treatment und beim Therapeutic-Treatment lasst ihr dieses Superfluid, entweder das BB oder das CA, unsere Cyanioacrylate mit einfließen. Diese Cyanioacrylate haben zusätzlich den großen Vorteil, dass sie alle inflammatorischen Prozesse in der Hautstruktur unterbinden. Auch die reaktiven Sauerstoffsubstanzen quasi können in dem Fall unsere Hautstruktur nicht angreifen. Denselben Inhaltsstoff haben wir auch in unserem SPF 50 drinnen, der auch die Fähigkeit hat, eben diese reaktiven Sauerstoffsubstanzen zu binden, bevor sie in der Haut Schaden anrichten können. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, einen SPF 50, damit die Haut auch weitgehend vor den UV-Strahlen geschützt wird. Und wir wissen ja, Environmental Shield ist nicht nur ein UV-Schutz, sondern ein Umweltschutz. Wie schon gesagt, da haben wir einfach alle inflammatorischen Prozesse, die unterbunden werden, alle reaktiven Sauerstoffsubstanzen, die einfach quasi
eingedämmt werden, aber auch freie Radikale, die da keine Chance mehr haben. Pre and Post, das Produkt der Stunde für die Heimanwendung. Vom ersten Moment an empfehle ich euch, das Pre and Post euren Kunden mitzugeben. Das ist das Produkt, das die Hautbarriere am schnellsten ins Gleichgewicht bringt. Deswegen ein absolut wichtiges Produkt und das Top-Produkt, um die Hautbarriere wieder auszugleichen und ja, einfach sofort. Ich darf es nicht sagen, aber ich würde es und möchte es trotzdem ganz kurz sagen. Es hat einfach, ja, es legt sich wie ein heilendes Pflaster über die Haut drüber und sorgt dafür, dass die Barriere wirklich ganz, ganz schnell intakt wird. Wichtig, das Pre and Post kommt unten und dann kommt erst die transepidermale Solution drauf. Warum? Da sind Isostereal-Isostereate drinnen in unserem Pre and Post, die zusätzlich die Fähigkeit haben, die Hautstruktur etwas quasi zu erweitern, wirkt also zusätzlich noch einmal wie ein Penetrationsförderer für unsere transepidermale Solution, sodass die transepidermale Solution dann wirklich ganz, ganz tief in die Hautstruktur eindringen kann. Und da sind wir dann auch schon bei unserem nächsten Star-Produkt und das ist natürlich die transepidermale Solution für die hypersensible Haut. Ein Produkt, das die Haut in die Regeneration bringt, zusammen mit dem Pre- und Post. Das SOS-Pflegeteam, hätte ich gesagt, auch bei der perioralen Dermatitis, auch bei allen anderen Sensibilisierungen, das perfekte Team, um die Haut schnell ins Gleichgewicht zu bringen. Auch bei der Rosacea geeignet, wenn sie jetzt, ja, die sind ja meistens in ärztlicher Behandlung und brauchen aber trotzdem Unterstützung. Und diese Unterstützung können wir ihnen gerade mit solchen Produkten sehr, sehr gut liefern, weil die nicht zusätzlich aggressiv sind, weil die die Haut zusätzlich ins Gleichgewicht bringen und dementsprechend eigentlich eine gute Kombination. Wichtig ist, welche Medikamente eingenommen werden. Bitte achtet darauf, dass es zu keinen Kontraindikationen kommt. Wenn ihr dazu Fragen habt, bitte meldet euch einfach bei uns. Dann die nächsten zwei Produkte, die sehr wichtig sind: Cleansing Gel Light und Conditioner Light. Da haben wir die Polymilchsäuren drinnen, die auf eine sanfte Art und Weise einfach alle abgestorbenen Hautzellen von der Hautoberfläche lösen, ohne die Hautstruktur zu belasten. Zeitgleich sind wir auch vom pH-Wert so eingestellt, dass die Haut einfach nicht ins Kippen kommt, dass sie einfach ja, im Gleichgewicht bleibt. Mit dieser Reinigung regenerieren wir quasi während dem Reinigen schon unseren pH-Wert und gleichen einfach ganz, ganz toll aus. Das Enzympeeling ist absolut wichtig, weil mit dem Enzympeeling tragen wir viel von der Hornsubstanz ab, ohne die Haut zusätzlich zu sensibilisieren. Und unser Barriereschutz absolut wichtig. Wind, Wetter, ganz egal, welche äußeren Umstände unsere Hautstruktur beeinflussen können, mit dem Barriereschutz sind wir geschützt. Und gerade bei einer sensibilisierten Haut ein absolutes Muss. Okay. Ja, meine Lieben, jetzt habe ich sogar ein bisschen die Zeit übertreten heute, aber es ist ein absolut wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil wir immer mehr damit konfrontiert werden. Man merkt, der Stress nimmt zu und damit nimmt auch der Stress für die Haut zu. Es gibt so viele, die alles tun würden und viele Produkte anwenden, weil sie glauben, das ist des Rätsels Lösung, um die Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und dabei kommen sie immer tiefer in diesen Zyklus hinein und kommen ganz, ganz schwer raus. Ich hoffe, dass ich euch wirklich gute Anhaltspunkte geben habe können, mit denen ihr jetzt auch wieder mit euren Kunden gut zusammenarbeiten könnt. Und wie gesagt, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, gerne per Mail oder ihr könnt mich auch gerne telefonisch kontaktieren, um mir Fragen zu diesem Thema zu stellen. Ich bin gerne bereit, euch zu helfen und somit dann auch euren Kunden eine Verbesserung zur Verfügung zu stellen. Es ist einfach, es lebt sich leichter ohne hypersensible Eigenschaften, die unsere Haut einfach aufweisen kann.
Ja, so viel zu unserem heutigen Webinar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt auch so tolles Wetter wie wir in Österreich. Und ich hoffe, dass es bald wieder losgeht. Ich weiß, bei euch in Deutschland ist es so, dass einige wieder offen haben, andere nicht. Wir Österreicher dürfen wieder arbeiten mit einigen Auflagen. Aber wir sind sehr glücklich darüber. Und ich halte euch ganz fest die Daumen, dass es auch bei euch ganz bald wieder losgeht. Ich wünsche euch in der Zwischenzeit alles Liebe und freue mich auf unser nächstes Webinar. Macht es gut und bis bald. Tschüss.